Und sein Bruder Gokana hat für ihn in Gaya Pindar dargebracht. Ne? In Pindar, in Gaya geht man hin, um seine Vorfahren, Shraddha, darzubringen, um seine Vorfahren zu befreien. Das heißt, jemand, der dem in Gaya Pindar dargebracht wird, der wird unter Garantie befreit. So Gokana ist nach Pindar ist so eine Opferung, Prasadam, die man dem Vorfahren darbringt. Das this is the one kind of, you know, Indian fault, meaning if your father and father, they are, you know, after death, if they are not happy, your material life never make them happy. You are, why they are always looking out, you know, that maybe my son, he gave some Shraddha ceremony, then you are become liberated. They are always give the hope. You know, he, this is the... He is asking, what is Pindar? Huh? What is Pindar? He's asking, what is Pindar kya hai? Pindar. You know, they gave some rice, you know, they gave some kind of this rice, making something, and they are gave to offering to Lord, you know, offering Lord this prasad, they are gave to this forefather, this Gaya. You know, this is Gaya. So they are, if you are father and father who die, if they are not happy, they are, you know, if suffering, sometimes they are giving curse to this son, you know. So you have money, wife, everything. But if they are unhappy, your material life never happiness. Always suffering, suffering, suffering. So telling our India Pitru Dosh. They are telling one kind of a bad thing, Pitru Dosh. Pitru Dosh meaning is the forefather, they are not happiness. So your material life, you not happiness. The how you can happiness in this, they are gave to suggest you go to Gaya and gave to Pindar about his name. When they are liberated, they are become happy, then your material life also happy. This is one kind of fault also. So Pindar ist praktisch, es gibt einen heiligen Ort in Indien, Gaya. Dort sind die Lotusfüße Sri Vishnus in Stein Abdruck. Dort gehen die Menschen hin und die bringen Lord Vishnu Opferung da, Reis. Das nennt man Pindar, diese Opferung. Und diese Opferung, die bringen sie hinterher ihren Vorfahren da. Es ist sehr wichtig, dass man die Vorfahren Prasadam von Krishna da bringt. Denn wenn die Vorfahren nicht glücklich sind, wo sie jetzt sind, und wenn sie in schlechten Umständen sind, dann werden sie ihre Nachfahren möglicherweise verfluchen oder nicht segnen. Und dann kann man in dieser Welt nicht glücklich sein. Egal, wie viel Geld man hat, ob man eine schöne Familie hat oder was immer. Aber wenn die Vorfahren nicht glücklich sind, dann ist es nicht möglich, dass man selber glücklich wird im Leben. So deswegen bringen die Leute in Gaya ihren Vorfahren Pindar da. So, sein Bruder Gokana ging nach Gaya, brachte Pindar da für seinen verstorbenen Bruder Dundukari. Und später kehrt er wieder zurück in sein Haus, in sein Heimathaus. Und dort stellt er fest, dass dieser Bruder Dundukari, der spukte dort herum als ein Geist. So, er fragte ihn, ja, wieso bist du nicht befreit? Ich habe dich doch in Gaya Pindar dargebracht. Dundukari sagte, ich war so sündhaft. Selbst wenn du mir 100-mal Pindar darbringst, werde ich nicht befreit werden. Dann fragte Gokana den Sonnengott, was er tun soll, und der Sonnengott sagte ihm, Dundukari solltest Srimad Bhagavatam hören, dann wird er befreit werden. So, Gokana fing dann an, das Srimad Bhagavatam zu sprechen, und dieser Dundukari, weil er ein Geist war, der suchte Zuflucht in einem Bambusstock, der 7 Knoten hatte. Und Gokana sprach Srimad Bhagavatam, und jeden Tag, nachdem er beendet hatte, für 7 Tage sprach er, jeden Tag, nach jedem Abend, platzte einer von diesen Knoten. Und als alle 7 Knoten geplatzt waren, da kam ein Flugzeug von Vaikuntha mit den Vishnu-Dutas und hat diesen Dundukari in die spirituelle Welt nach Vaikuntha genommen. So, selbst wenn jemand extrem sündhaft ist, dann kann er trotzdem Srimad Bhagavatam hören, und das Srimad Bhagavatam wird alle seine sündhaften Reaktionen sofort vertreiben. Ja, das ist da. Who is very sinful and very sinful, if somebody thinking, oh, I have no everything,
So no need to listen to any Harikatha, you know. Not listen to Harikatha, I am no all scripture, all Ved, Puran, I am no everything. Then he gave example, you are not like this Sukhdev Goswami, you know. He Sukhdev Goswami is the, he is not ordinary person. He is the home of mother, he is staying 16 years. And home of mother, he is chanting, remembering, and you know, he is doing bhajan. But when Vyas Dev tell you, come out, well, no, I don't want to come out. Why this material world, when coming, he cast me maya, you know. Then Krishna, when came and removed this maya, then Sukhdev Goswami the manifested. And when manifested, he then the runway to forest, you know. Runway to forest, he completely observed this Brahma, you know, Brahma Jnani. Completely observed this Brahma. But Srimad Bhagavata Katha is such a very beautiful, you know. Such a very nectar, when only one slog he hear, in a varaha pidam natavara bhaku, karaneo karanikar, Krishna, how he look like very beautiful. But when only one slog he hear, he become bewildered, you know. Then he left this Brahmagyan and came out, then asking, where you got this slog? Hello, our Gurudev telling, my one parrot, where is the flower away? Can you bring to him? Then asking, how you know their forest, there are so many parrot. Well, oh, I gave this mantra. If somebody listening to this mantra and easily catch, then you understand he is the my parrot. He telling, I am this parrot, you know. I am this parrot. Oh, you look like very beautiful. Look like, so only one sloka of Bhagavata when Sukhdev Goswami means the Brahma Jnani, when he listening, he become mad. Then they are telling, oh, you are listening only one slok. They are the 18,000 slok. 18,000 slok like this. Well, yes. Then Sukhdev Goswami come. They are telling, who is the listening to Bhagavad Gatha? Who is the very sinful activities? And who is the very jnani, you know? Who is the very knowledgeable person? They can also listening. Why? This Lord's pastime, you know, Narad, he asked to two benediction from Krishna, telling, oh, he have one benediction, oh Prabhu, you know, if listening to somebody, your Harikatha, then they are not becoming bore, you know, then bore. If somebody listening Harikatha, they are not making bore. You know, bore. Not, oh, this is enough, no need to listen Harikatha. Bored. Bored. You know, they are never bored, you know. When listening, oh, listening more. Yeah, want listening more. You know, this is that another benediction. If somebody guidance of a devotee going to these holy places, Navadvip, Vrindavan Dham, and going listening Harikatha, that place where Krishna doing sweet pastime. One day this all pastime, he manifested this heart, and from this heart all anarthas move from this heart. So he asked two benediction from to Krishna. So this is the one benediction when somebody listening Harikatha, he never the bored, you know, always enthusiasm, oh, and listening more Harikatha. So everybody, you know, everybody to listen to this Krishna Katha. So, jemand, der sehr sündhaft ist, der kann Srimad Bhagavatam hören, aber jemand anders mag sagen, warum soll ich Srimad Bhagavatam hören, ich weiß schon alles. Ich bin so gelehrt, ich kenne alle Veden, Puranas und so weiter. Aber du bist nicht wie Shukadev Goswami. Shukadev Goswami war 16 Jahre im Bauch von seiner Mutter. Der war von Geburt aus reiner Brahmachari. Er wollte nicht zur Welt kommen, bis Krishna selbst kam und ihm versprach, ich werde dich beschützen, dass du niemals in Maya bist. Shukadev Goswami erst wenn Krishna mir selbst verspricht, dass Maya mich nicht berühren kann, dann komme ich raus. So dieser Shukadev Goswami kam zur Welt, sofort verließ er sein Zuhause und ging in den Wald. Er zieht niemals irgendwelche Kleider an, der ist so völlig auf der transzendentalen Ebene und hat alle Schriften völlig verwirklicht. So, aber als er im Wald war und sich in das Brahman vertiefte, dann holte Vyasadeva ein paar Jäger und sagte ihnen, ich gebe euch einen speziellen Mantra, chante diesen Mantra im Wald und mir ist nämlich ein Papagei davon geflogen.
So, wenn ihr diesen Mantra chantet, dann der Papagei, der sehr einfach zu euch kommt, das ist mein Papagei, bitte bringt mir den zurück. So, dann gingen sie in den Wald und Vyasadev brachte ihnen einen Vers aus dem Bhagavatam-Brei. Bahapidam natavaravapu kanayo kanikaram. Dieser Vers beschreibt die Schönheit von Krishna. Das ist eine wundervolle Schönheit. Und als Sukadev Goswami, als er diesen Vers hörte im Bhagavatam, obwohl er völlig in das Brahman vertieft war, nur dieser eine Vers, sofort rannte er dorthin und sagte, was ist das für ein Vers, den ihr, für ein Mantra, den ihr da chantet? Dann haben sie ihm erzählt, ja, der ist zum Papageienfang. Und Sukadev sagte, ja, ich bin dieser Papagei. Dann sagte er, ging er zu Vyasadev. Und Vyasadev sagte, es ist nicht nur ein Vers im Srimad Bhagavatam, 18.000 Verse, so wie der. So, dann Sukadev Goswami, sofort gab er alle sein Wissen, sein Brahmagyan und alles auf und kam, um das Srimad Bhagavatam zu hören. So, deswegen, auch die, die äußerst gelehrt sind, selbst die werden Srimad Bhagavatam hören. Srila Narada Muni hat sich zwei Segnungen vom Herrn erbeten. Das eine ist erste Segnung, dass jemand, der Harikatha hört, der aus dem Srimad Bhagavatam hört, der wird nie genug davon bekommen. Es wird niemals langweilig sein, aus dem Srimad Bhagavatam zu hören. Er wird immer, der Durst, mehr über Krishna zu hören, wird immer weiter anwachsen. Und die zweite Segnung, die er erbeten hat, ist, dass wenn jemand unter der Führung von Gottgeweihten die heiligen Orte besucht und dort Harikatha hört, dann wird sich Krishna und mit all seinen Spielen im Herzen von dieser Person manifestieren. So, das ist die Herrlichkeit vom Srimad Bhagavatam. Yeah. So, second, this is the first point. Yeah? This is the first point. Everybody can able to listen to Harikatha. Now, second point, Vishwanath Chakra Thakur told, listening from to whom? Yeah? Listening from to whom? So telling, yeah, only listening from to Vaishnavas. Yeah, only listening to Vaishnavas, not listening to here and there, you know. So give example like this is the milk, you know, milk. If somebody drink this milk, what happening? He gives so much strength to you and you are hungry, he's the finishing and he gives so much energy, he gives so many things. But this same milk, if snake is the touch this mouth, then what happening? He became the poison. Yeah, like this Harikatha, listening from two Vaishnavas. So Krishnadas Kaviraj Goswami, he told, jaha Bhagavat padha Vaishnavarasthane ekanta asraya kara Chaitanya Charana. If you listening to Harikatha and Bhagavat Katha, only listening to Vaishnavas and which kind of Vaishnavas? They are the four kind of Sampradaya, Sri, Brahma, Rudra, Sanak. Krishnadas Kaviraj Goswami told, only listening to, this is the Mahaprabhu devotees. Yeah? When listening to Mahaprabhu devotees, then he can completely sing and enter this ras, you know. Siddhanta Taranga, they are Siddhanta Taranga, meaning is the wave, you know. So like this Bhagavat, first sloka Bhagavat. So, Balabhacharya, he is a great Vaishnava, you know. When he explained this sloka, he telling, oh, who is the Satyam Paramadhimai? Oh, he is the Krishna. He is the Satyam Paramadhimai Krishna, Supreme Truth. But Vishwanath Chakra Thakur, he explained, well, no, Krishna is the not Supreme Truth. Who is the Supreme Truth? Well, Devi Krishna Mai Prakta Radhika Paradevata. Supreme Truth is Srimati Radha Rani. But Vishwanath Chakra Thakur telling. But they are offering obeisances to this Radha Krishna. But when this Prabhupada, when he gave commentary, well, who is the Satyam Paramadhimai? Well, he is the Sachinandana Gaura Hari Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Satyam Paramadhimai. Why? Before only one, there became two, Radha Krishna. When he is the one, who is that person one? This one is the Sriman Mahaprabhu. So who is the Mahaprabhu? Janma Dasya Jataha. From whom coming all kind of ras manifested this whom? Well, how manifested ras? So Mahaprabhu he gave this Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. So Mahaprabhu gave two holy name to everybody. And this all ras came from to this holy name. So telling Parama Vijayate Krishna Sankirtanam. So when Prabhupada explained, complete this slope, you know, Tene Brahma Hridaju Adi Kavai. So who is the Adi original Kavi? You know, that one way Krishna he gave to Brahma. Prabhupada telling Brahma is the not original Kavi. Original Kavi the Rupa Goswami. He is the Sanatana Goswami. This is the Rai Ramananda, you know. Mahaprabhu all Siddhanta Tattva, he inspired this heart of this all Rupa Goswami, Sanatana Goswami and this Rai Ramananda. So telling if you completely want to enter this full of rus, only your guidance of Mahaprabhu, if you are listening Harikatha, then you can understand to all rus. In all rus. So telling, listening to Harikatha from Hoyar, from Vaishnavas. So haben gehört, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, um die Herrlichkeit einer Schrift zu verstehen, muss man vier Dinge untersuchen. Das erste war, wer ist qualifiziert, das Srimad Bhagavatam zu hören? So die Antwort war, jeder ist qualifiziert. Jeder kann Srimad Bhagavatam hören. Dann der zweite Punkt ist, wer ist, von wem sollte man hören? Wer sollte das Srimad Bhagavatam sprechen? So die Antwort darauf ist, man sollte das Srimad Bhagavatam nur von einem Vaishnava hören. Und zwar wird es verglichen wie Milch. Milch ist sehr nahrhaft. Und wenn man Milch trinkt, wird man erfreut, genährt und ist in jeder Hinsicht glückverheißend. Aber wenn diese Milch von den Lippen von einer Schlange berührt wurde, dann dieselbe Milch wird einen umbringen. In gleicher Weise, wenn man das Srimad Bhagavatam von jemandem hört, der nicht Vaishnava ist, dann ist dieses Bhagavatam wie mit Gift versetzt und man wird nicht dadurch transzendentalen Nektar kosten, sondern man wird stattdessen sie in materiellem Sumpf mehr versinken. So, nun, von welchem Vaishnava sollte man hören? Es gibt viele Vaishnavas, es gibt vier Sampradayas, viele Arten von Vaishnavas, aber man sollte nur von den Nachfolgern Chaitanya Mahaprabhus hören. Warum? Weil diese Nachfolger Mahaprabhus sind Siddhanta Taranga. Alle Schlussfolgerungen der Schriften sind wie Wellen in ihrem Herzen, die immer wieder aufsteigen. Wenn man von den Nachfolgern Mahaprabhu hört, kann man richtig in diesen transzendentalen Rasa eintauchen. Um ein Beispiel zu geben, der erste Shloka vom Srimad Bhagavatam, Janmadhyasyayatonmayatitaradashtadeshvabhigasvarat, dort heißt es, Param Satyang Dimahi, ich meditiere über diese höchste Wahrheit. So Vallabhacharya in der anderen Sampradaya, Rudra Sampradaya, Vallabhacharya hat erklärt, dass diese Param Satyam, diese höchste Wahrheit in diesem Vers, das bezieht sich auf Krishna. Aber die Nachfolger Mahaprabhus haben viel tiefere Erklärungen gegeben. Zum Beispiel Vishwanath Chakravarti Thakur hat erklärt, dass diese Param Satyam Dimahi bezieht sich nicht nur auf Krishna, es kann sich auch auf Radharani beziehen oder es kann sich auf Radha und Krishna zusammen beziehen. Und Srila Prabhupada und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada und hat auch Erläuterungen zu diesem Vers gegeben und er hat erklärt, dass sich dieses Param Satyam, die höchste Wahrheit, dieser erste Vers vom Bhagavatam auch auf Chaitanya Mahaprabhu beziehen kann. Dieser erste Vers heißt der, von dem alles ausgeht. Was geht alles, wie geht alles von Mahaprabhu aus? Alle Rasa, alle Freude, letztlich Rasa ist der Ursprung, die Quelle von allem und diese Rasa geht von Chaitanya Mahaprabhu aus, wie? Durch den Mahamantra, den Mahaprabhu gebracht hat. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Höchster Ruhm sei diesem Shri Krishna Sankirtan. Aller Ras geht von diesem Namen Sankirtan Mahamantra aus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Blessed Sachinandana Gaur Hari Ki. So in diesem ersten Vers wird auch gesprochen von dem ursprünglichen Kavi, von dem, der alles manifestiert hat. Vallabhacharya erklärt, das bezieht sich auf Brahma, der diese Welt erschaffen hat. Aber Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, wenn sich Param Satyam auf Mahaprabhu bezieht, dann wäre es der Adi Kavi, der ursprüngliche Kavi, nicht Brahma, sondern Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Roy Ramananda, die Art von transzendentalem Wissen, Rasa, die manifestiert haben auf Mahaprabhu, geheißen, die sind die ursprünglichen Kavis, die ursprünglichen Gelehrten und die ursprünglichen Poeten. So, auf die Weise, wenn man das Srimad Bhagavatam von den Nachfolgern Mahaprabhus hört, dann wird sich die tiefste Bedeutung und der höchste Rasa im Herzen manifestieren. Okay. So telling, you know, this, like this when churning this ocean, he coming also, nectar also coming and poison also coming. So they're telling, if you the guide without guidance of a Vaishnava, you listening Harikatha, you know, from Jnani, Karmi, Yogi, then they are not never coming the nectar, coming from this poison, you know, poison. Like this, you know, last sloka of Srimad Bhagavat, they are telling Kaivalya Akyam Prayojanam, you know, telling Kaivalya Akyam Prayojanam. So when some Jnani, when he read this Bhagavat, telling, you know, what telling there, last Bhagavat, what is the essence of Bhagavat? Kaivalya, Kaivalya meaning the Mukti, you know. What is our aim and object? The Mukti is the aim and object. But when Vishwanath Chakravarti Thakur, he explained, Kaivalya Ekam, Kevala Ekam is only one. What is this only one? This is the Braja Bhakti. And this Braja Bhakti only one. What is the? This is the mode of this Gopij Bhakti, you know. This is the Gopij Bhakti. So Vishwanath Chakravarti Thakur telling, you know, Aradhya Bhagavan Brajasastane Taddhama Vrindavanam Ramya Kachi Dupasana Brajavadhu Vargana Jakalpida. So Srimana Chaitanya Mahaprabhu Matamidam. Who is philosophy? This is the Mahaprabhu philosophy. So if you reading guidance of a Vaishnavas, this is only one slok, you know. Somebody explain one meaning and Vaishnava there explain another meaning. So if Jnani Karmi telling, oh, this Mukti is the aim and object for devotee, well, no. Only one minute, this Braja Bhakti. Als die Halbgötter den Milchozean quirlten, dann kam daraus Nektar, aber es kam auch Gift. Und das Gift war tödlich. So, du magst denken, du möchtest Nektar haben, aber wenn du stattdessen das Gift trinkst, dann bevor du Nektar getrunken hast, bist du schon tot. So. In gleicher Weise, wenn ne, man das, soll man das Srimad Bhagavatam von den Vaishnavas hören und nicht von Mayavadis oder Jnanis oder Kamis, denn dann ist es mit Gift versetzt. Zum Beispiel der letzte Shloka, der letzte Vers im Srimad Bhagavatam, Kaivalyam. Kaivalya Aikam Prayajana. Kaivalyam Aikya Prayotsanam. Die Mayavadi wird diesen Vers erklären. Das Ziel oder die Schlussfolgerung vom Srimad Bhagavatam ist Kaivalya, ist Mukti, mit dem Brahman zu verschmelzen. Aber Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hat eine ganz andere Erklärung gegeben. Kaivalyam, es gibt nur diese eine, nur dieses eine spezielle. Kaivalya heißt eins, das eine. So, Kavalyam Ikai Purishan, dieses eine spezielle höchste Ziel, das ist die einzige Schlussfolgerung vom Srimad Bhagavatam. Was ist das? Braj Bhakti, beziehungsweise Gopi Bhakti. Die Stimmung der Gopis. So, je nachdem, von wem man hört das Srimad Bhagavatam, wird man völlig andere Verständnis davon bekommen. Und es mag durchaus sein, dass man sich dadurch vergiftet, wenn man nicht von einem Vaishnava hört. Yeah, so Hare Krishna. So now you are listening, you know, this is the 11th canto starting, you know. Okay. 11th canto, you see 11th canto. So when Sri Sukhdev Goswami start the 11th canto, he residing one slok. Telling mostly this is Narad,
you know, he mostly stayed in Dwaraka. Well, why stay in Dwaraka? This Dwaraka always protected by hand of Krishna. Well, why Narada is staying the always the Dwaraka? What is the reason? Well, you know, this is Dakhya Prajapati, he gave curse to him. He gave curse to this Narada Rishi, you know. Well, why he gave curse? You know, when Dakhya Prajapati, Brahma, he gave to order to this Dakhya Prajapati, you know. Now Dakhya Prajapati now starting the creation. First he created to, you know, 1,000 children, you know. First he created creation to 1,000 children. And before everybody go to Gurukul, now he sent to his Gurukul. He Guru is the Narada, yeah. When Narada, when the study finishing, now they are going to return to this householder. Then Narada, he asking some critique call, some question, you know. Well, you are now go to this material world, this grihastha life. Necessary you understand what is this grihastha life. Without, very difficult to came out this grihastha life. Then he took some critical question. First question he asking, you know, which kind of hole, you know, hole. If one time somebody enter, they cannot return. Can, you know, hole, you know, you can give answer. Well, you know, if somebody enter a hole, they can easily enter. Well, no, this is my question. If one time somebody enter, very difficult to come out of this hole. Well, no, you can't get answer this question. But this is the grihastha life. Grihastha life. If one time enter, very difficult. You are thinking, oh, maybe when, you know, marriage, maybe our problem is solved. Then marriage. Then somebody thinking, when I become children, maybe our some, you know, their grihastha life is complete. The children, now necessary when they grow, little, you know, maintaining his life, maybe you are, maybe saw these children, you know, not qualification, there are so much problems. So, you know, like this, you know, you one time enter, but one, after one problem to come, one problem, after one problem to come, one problem, you know. Then like this, you know, what are telling, makoda. Makoda ko kya bolte hai, makoda? Jo jala banate hai. Spider. He making this house making by, but after one day complete cast inside and he the complete left this body in the inside of. So if one time anybody some enter this grihastha life, very difficult to, you know, again he came out, very, very difficult. So jetzt kommen wir zum 11. Kanto von Bhagavatam. Gleich zu Beginn des 11. Kantos spricht Shukadev Goswami ein Shloka. Und zwar, Narada Muni hält sich meistens in Dwaraka auf. Warum in Dwaraka? Weil Dwaraka wird durch das Sudarshan Chakra des Herrn beschützt. Narada Muni wurde von Daksha verflucht. Daksha ist ein Prajapati, das heißt, seine Aufgabe ist es, Nachkommen zu zeugen. Und dieser Daksha nahm seine Aufgabe sehr ernst und erzeugte 10.000 Söhne. Und damit die alle gute Haushälter werden und das Universum schön bevölkern, schickte er sie alle zur Gurukul. Um eine gute Ausbildung, ohne gute Ausbildung wird man kein guter Haushälter. Also der Guru war Narada Muni. Narada Muni unterrichtete sie. Schließlich fragte er ein paar sehr kritische Fragen. Fragte zum Beispiel, in dieser Welt gibt es ein dunkles, tiefes Loch. Wenn jemand dort hineingerät, kommt er nie wieder heraus. Was ist dieses Loch? So, die Söhne Dakshas waren sehr intelligent und dachten darüber nach und verstanden, was die Bedeutung davon ist. Die Bedeutung davon ist, das ist das Haushälterleben, das dunkle, tiefe Loch, also materialistisches Haushälterleben. Dass der materialistische Haushälter denkt, oh, wenn ich eine Familie gründe, wenn ich eine Frau habe, wenn ich schöne Kinder habe, dann werden alle meine Probleme gelöst. Aber das ist eine große Illusion, weil genau das Gegenteil passiert. Man verstrickt sich einfach nur tiefer und tiefer. Je mehr man versucht,
auf diese materialistische Weise seine Probleme zu lösen, umso tiefer gerät man in neue Probleme hinein. Das wird verglichen mit einer Spinne oder mit einer Seitenraupe, die sich immer weiter einspinnt, bis sie schließlich völlig umgeben ist von ihrem eigenen Gespinst und da drinnen ihren Körper aufgibt. So, Narada Muni predigte so oder stellte diese Frage den Söhnen Dakshas. Diese Söhne Dakshas verstanden, was damit gemeint war, und hören wir weiter. Yeah. If somebody is staying in Grihastha house, but they are doing bhajan, you know, husband, wife, children, everybody they are doing bhajan, you know, sit down, doing kirtan, harikatha, then telling this is the, you know, this is the not bad, you know, this is the good. So Bhakti Vinod Thakur telling, jadina grihe bhajan dekhi kriyata golok bhai. When your house going kirtan, harikatha, everybody sit down like this, Shankara and Parvati, you know, when Shankara and Parvati, and when this Gop Kumar going, then he saw, you know, Shankar Parvati with this Ganesh and Kartik, they are sit together and each other doing kirtan, this harikatha is the going, you know. If this all family they are Krishna can say as an yes, this is the, you know, this is the good, you know. If not any Krishna can say as an yes, you know, this only material thing, collected money, maintaining life, how, you know, this is not a good thing. So Brahma, you know, Brahma he prayed to Krishna, oh Krishna, if this householder, you know, they are everything for Krishna doing, for everything for Krishna, then is the, this is the okay, then this is the Maya. But who is the I and me, we are only I and me, me or Mera, this is the Maya, you know. But when doing bhajan together, this is the good life. This is one kind of, you know, grihastha life, this is the. So, da gibt es, allerdings muss man eine Sache beachten, es gibt zwei Arten von Haushälterleben. Eins nennt man Grihastha, eins nennt man Grihamedi. So, Grihastha-Leben bedeutet, guter Grihastha, der wird mit seiner Familie Krishna verehren. So, Bhaktivinoda Thakur hat beschrieben, Jedina Grihe Bhajana Deki Grihete Goloka Bhai. In dem Haus, wo Krishna verehrt wird, dieses Haus verwandelt sich in Goloka, in die spirituelle Welt. So wie Shankar und Parvati, die sitzen zusammen mit ihren Kindern, mit Ganesh und Kartikeya, und sie machen Kirtan. Narada Muni kam zu Besuch und sah, wie sie alle vertieft waren in Kirtan, die ganze Familie. So diese Art von, auch Brahma beschreibt das in seinen Gebeten. Das heißt, das, dieses Haushälterleben, das Krishna geweiht ist, das ist glorreich, das ist hilfreich. Aber dieses Haushälterleben, dem es nur um Ahammameti, um ich und mein geht, einfach nur Geld verdienen, seine Sinne genießen und so weiter. Diese Art von Haushälterleben ist ein tiefes, dunkles Loch, in dem man immer tiefer hineingerät und sich immer mehr in dem Sumpf des materiellen Daseins verstrickt. And the second question is the which kind of dies, you know, chakra. Anybody not moving, he himself is the move, you know. Some kind of this dies, chakra. Chakra. No anybody had. You get stuck on the wheel. Yeah, who is himself, you know? Himself. It is turning on itself. Yeah, yeah, himself, turning to himself. Nobody the turning to him. What kind of deeds in a chakra? Then you can tell you the answer. Well, no, I don't know. Well, this is the Kal chakra, you know? Death of this is the Kal. You know, you are take birth, then slowly grow, the big, steady. To marriage, children, household, one day you are become die. This chakra, nobody, you know, moving himself is the move. So one day you are die. This is the telling everybody chakra, you know, is moving, but somebody chakra not moving. Well, who is chakra is not moving, but who is doing bhajan, you know? Who is always chanting this holy name, Krishna Naam, Krishna Seva. Well, this chakra is never moving. Why? So this is the Sutta Goswami telling Ayur Harati Vai Punsan Uddan Astan Chajanaso Tasarite Jam Khanam Neet Uttamas Lokavataya. Telling this is the sun, he is the not sun, he is the death, you know. He is sunrise and he is the sunset. One day our complete
finishing. But who is time is never wasting. But who is the chanting this name, Krishna Seva, Krishna Naam, Krishna Kirtan doing, there this is the stop one place, you know. There this this age, this is the eye, day, you are telling this is the age is the nut finishing, you know. So Narada fragte dann die Söhne Dakshas die zweite Frage. Es gibt ein Chakra, das sich von alleine dreht und dem niemand entrinnen kann. Was ist dieses Chakra? So diese Söhne Dakshas, die verstanden, dieses Chakra ist das Kala Chakra. Das ist das Rad der Zeit, das sich unablässig dreht und dem niemand entrinnen kann. Wir werden geboren, wir wachsen auf, wir werden erwachsen, wir bekommen Kinder, wir werden älter und schließlich sterben wir und werden wiedergeboren. Dieses Kala Chakra dreht sich unablässig und keiner kann daraus ausbrechen. Aber es gibt jemand, für den sich dieses Chakra, Kala Chakra, nicht dreht. Und wer ist das? Das ist derjenige, der Bhajan ausführt, der Krishna verehrt. Diese Person ist nicht unter dem Einfluss der Zeit. Und es gibt einen Vers im Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami beschreibt, die Sonne, jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, und wir freuen uns, oh, die Sonne scheint, so viel Licht und Wärme, aber was genau passiert ist, dass die Sonne mit jedem Aufgang, sind wir einen Tag, mit jedem einem Sonnenaufgang nimmt die Sonne uns einen Tag von unserer Lebensdauer weg. So, das heißt, wir denken, die Sonne geht auf, aber wir sind einen Tag näher am Tod. Außer für denjenigen, der vertieft ist in das Chanten von Krishnas Namen, Shravana Kirtanam. Diejenige Person, der in Krishnas Bhajan vertieft ist, auf ihn hat die Zeit keinen Einfluss. Seine Lebensdauer wird nicht durch die Zeit hinweggenommen. And now the third question is that which kind of river same time he flowing the both side. Understand? One river is same time he the flowing the both side. Bolo, river is always, you know, flowing the one side. Bolo, yeah, this is my question, is same time he the flowing the both side. Which and river? Can you give answer? Bolo, no. Bolo, this is telling the death. Now this is the birth and death. Like this, when you are become 10 year, you are not 10 year, or 10 year is the another way, the finishing. When you are 20 year, not you are 20 year, and if you staying the 8 year, there 20 year is the finishing. You are 30 year, when 30 year, many 30 year you have finishing. So this is the same time this river flowing the both side. One way the grow, another side is the, you are die, dead. So this is the birth and death. Narada sprach weiter, es gibt einen Fluss in dieser Welt, der in beide Richtungen gleichzeitig fließt. Was ist dieser Fluss? So, die Antwort darauf ist, dass dieser Fluss, das ist Geburt und Tod. Wir wachsen auf, wir werden, unsere Lebensdauer wird größer, wir sind vielleicht 10 Jahre, aber gleichzeitig, was passiert ist, dass unsere Lebensspanne sich verringert. Wenn wir 100 Jahre zu leben haben, okay, wir sind 10 Jahre älter, aber gleichzeitig heißt es, unsere Lebensdauer hat sich um 10 Jahre verringert. So, gleichzeitig die Lebensdauer, also wie sagen wir, unsere Alter wächst, aber unsere Lebensspanne verringert sich. So, dieser Fluss fließt gleichzeitig in beide Richtungen. So, the fifth question he telling is the, you know, what is the order of a father? What father he gave to order to us? Well, yeah, our father he sent to us this Gurukul. Well, no, not his father, he's the original father. What he gave to order to us? You know, then telling he's only one order. Smartabha satatam Vishnu, Bismartabha na jatuchita. Only he have only one order. What is the Smartabha satatam Vishnu?
meaning always you are remembering to Krishna. What is not other, you are never forget to Krishna. And never forget to Krishna. Only other remembering to him. And what is not other, you don't forget to him. So only he have only one other here. Narada sagte, ihr habt die Anweisung, also es ist die höchste Religion, es ist der Anweisung des Vaters zu folgen, ihr seid hier, um der Anweisung eures Vaters zu folgen. So, was ist die Anweisung eures Vaters? Ist die Anweisung eures Vaters, Nachkommen zu zeugen? Zuerst müsst ihr verstehen, wer ist euer wirklicher Vater. Wer ist der höchste Vater? Das ist der höchste Herr, Krishna. Und was ist Krishnas Anweisung? Alle Anweisungen des Herrn sind enthalten in zwei Anweisungen. Alle Unterweisungen sind in zwei Unterweisungen enthalten. Was ist das? Smadavyam satadam vishnu vismadavyo najatuchit. Man muss sich immer an Sri Vishnu, an Krishna erinnern. Und zweite Anweisung, man darf ihn nie vergessen. So, das ist die wirkliche Anweisung unseres Vaters. And the sixth question is that, you know, one such a one lady, it's fifth? Yeah, this is four. Oh, four. This was four? This is the fifth. Okay, this fifth question is that such a one lady, nobody invite to her, but is herself going to everybody's house, you know. Always is going to every, without, you know, invitation, everybody go to everybody's house. What is this? Well, this is the death, you know, death. Anybody don't want to die, you know. Anybody don't want to die. But if die, this is death, is the, you know, without invite you, he going to everybody's house, you know, going to house to house. This is death, he's going to house to house. This is the, nobody invited, but he himself going. So, die fünfte Frage, die Narada stellte, sagte, es gibt eine Frau, die niemand einlädt, aber die trotzdem in das Haus von jedem kommt, ungebeten. Was ist diese Frau? Die Antwort darauf ist, diese Frau ist der Tod. Der Tod kommt, keiner möchte ihn haben, keiner lädt ihn ein, aber trotzdem kommt sie in jedes Haus und keiner kann ihm entkommen. Yeah, telling one such a mirror, who is the made by 25 kind of element, you know, such a mirror, he made by 25 of elements. Element. This is the made. Well, this is the body, you know. This is the body made by Jnanendriya, Karmendriya. This is the paak, pani, paayu. This is the manna, buddhi, ankar, chita. And the soul like this is the made by 25 element. This body. Und es gibt einen Spiegel, der aus 25 Bestandteilen besteht. Dieses Gleichnis bezieht sich auf unseren Körper, der ebenfalls aus 25 Bestandteilen besteht. Also einmal Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, dann die Sinne, die Sinnes, die Sinnes. Objekte und die Sinneswahrnehmung. So insgesamt 25 Elemente, das ist wird verglichen mit einem Spiegel. And then when this question, then Narada tell you, okay, you can go to your family life, you can go. Now you can grihastha life. Then telling, no, don't want. If you are listening such a harikatha, you know, this human being, he is very, very rare. Only Lord gave only one order, and refer me to Krishna, Sarvadharmana Paritejya, Mamekam, Saranam Praja, only he gave this order. So if you're listening so much Harigatha, Gurudev, I don't want to return this grihas life. You are doing your bhajan and you can go back to Godhead. Then they are telling, yes, you are listening, only this is the Gyan, you know. Only this is the Gyan, but necessary this is big Gyan. But how possible become big Gyan? But only mercy of Gurudev. So you can give mercy to us. Then Narada, he gave this head, this sons everywhere head. He gave the place. Then the place of Narada, he have some renown says, now 10,000 son became sadhu. And when Dakhya Prajapati heard of this thing, he became so upset, you know. He was so upset, I gave 10,000 son, I created,
and gave to Narad, everybody make the, you know, make the, this is the, make to this is the beggar, you know, make to them beggar. Then again he created, is the 10,000, again his son is the created. Then again he sent, Narad, again he asking the same question. That question, then they are telling, when understand, well, what can you do? Well, what is the, your older, what is your older brother, what they do, you can follow the same path. They are also following the same path. Now Dakya Prajapati becomes so angry. Well, oh, you are disturbed to everybody. You know, I am created son, you are disturbed, they make devotee, you know. You have also himself no house, you are beggar, make my son, everybody beggar. So he then he gave to curse one place, you know, more than one moment he can stay, you know, one stay. So Narada, you know, curse gave to Sakya Prajapati. So Narada cannot stay to one place. So when he wants to stay in one place long time, then he went to Dwaraka. Why? Completely protected by Krishna's arm. So Narada fragt all diese Fragen. Und diese Söhne Dakshas, die verstanden die tiefe Bedeutung dahinter. Dann sagte Narada, okay, jetzt könnt ihr nach Hause gehen und Nachkommen zeugen. Sie sagten, oh, Narada, wir haben verstanden, dass diese, sich in diese materielle Welt zu verstricken, dass es keinen Sinn macht. So, wir möchten Bhajan ausführen, wir möchten Krishna verehren. Das ist die Essenz, wie es im Bhagavad Gita beschrieben wird. Savadaman Paritaka Mam Ekam Saranam Bhaja. Krishna sagt, gib alle Arten von Dharma auf und ergib dich einfach mir. Das ist die Essenz oder die Schlussfolgerung der, von Krishnas Unterweisung. So, diese Söhne Daksha sagten, aber jetzt haben wir Wissen, aber ohne Verwirklichung werden wir nicht in der Lage sein, Bhajan auszuführen. So wie bekommt man Verwirklichung in seinem Bhajan? Durch die Segnung und Barmherzigkeit des Gurus. So bitte, Narada, gib uns deine Segnung. Narada segnete die Söhne Dakshas und alle Söhne Dakshas wurden Sannyasis und Sadhus und kehrten nicht nach Hause zurück. So als seine Söhne nicht zurückkehrten, Daksha hörte nie wieder was von ihnen, dann wurde er sehr zornig. Dann sagte, was? Ich habe 10.000 Söhne gezeugt, um meinen Dienst, die Welt zu bevölkern, zu unterstützen. Und dieser Narada macht sie alle zu Bettlern. Jetzt sind sie alle nutzlos geworden und zu nichts zu gebrauchen. So, er war sehr zornig. Also zeugte er noch einmal 1.000 Söhne und schickte die, wie es sich gehört, natürlich auch in die Gurukul. Also Narada kam zu ihnen, sie nahmen für lange Zeit Entsagung auf sich. Narada kam zu ihnen und fragte sie dieselben Fragen und sagte, ihr wisst wahrscheinlich, dass man immer dem Pfad seiner älteren Brüder folgen muss. Und was passierte? Die anderen 1.000 Söhne Dakshas, die machten genau dasselbe. Die gingen auch fort und wurden Sannyasis und Sadhus. So jetzt war Daksha wirklich sehr zornig. Und er verfluchte Narada und er sagte, du bist kein Sadhu. Sadhu schenkt allen Menschen Freude und bringt Glück, aber was machst du? Du bringst nur Leid, du machst unwissende kleine Kinder, die keine Erfahrung haben, zu Sannyasis und du zerstörst Familien, machst meine Kinder zu Bettlern, du bist selber ein Bettler ohne Haus, jetzt sind meine Kinder auch obdachlose Bettler. Du bist kein Sadhu. Ich verfluche dich, dass du an keinem Ort länger bleiben kannst, als es dauert, eine Kuh zu melken. So dachte sich, das für einen Materialisten ist der schlimmste Fluch, den man überhaupt aussprechen kann. Aber Narada stattdessen war sehr zufrieden und glücklich, denn so kann er immer herumreisen und predigen. Aber wenn Narada manchmal länger an einem Ort bleiben möchte, dann geht er nach Dwaraka. Weil Dwaraka ist kein Ort in dieser Welt. Dwaraka ist ein transzendentaler Ort, der durch die Arme Krishnas beschützt ist. Und dort haben diese materiellen Flüche und Gesetze keinen Einfluss, keine Auswirkung. So, wenn Narada Muni länger an einem Ort bleiben will, dann kommt er nach Dwaraka.
So Narada is happy, he is not unhappy, well, why is happy? But Dakya Prajapati, he don't know how is the power of this association of Vaishnavas, you know. He don't know this power. So this Prithu Maharaj is telling, Tuleyam labanapi na swarga na apunar bhava bhagavata bhakta sangasya martanam kimudasisa. So himself, you know, Prithu Maharaj is telling glories of this sadhu sangha. When Chatusan came to this house, telling, if only one moment associate with this sadhu, one second, Tuleyam labanapi, one love meaning, one second, you're doing divided the 11 part. Only one part, you know, one part. One eleventh of a second. So you have to associate with Vaishnavas, you know, you got such a benefit, you cannot equal to Swarga and Mukhya, you know. So Swarga and Mukhya. So this is the, you know, this is the very power for this Vaishnava association. So you're telling you one place, you cannot stay in the, you know, So Narada is very happy. Well, okay, nice. Before I staying one place, so everybody make the devotee, you know. Now you can go to everywhere. Why one place? More time I cannot stay. So when going many places, I telling Harikata, 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 then make everybody devotee, you know. So then Narada became very happy. Like, good, now you can go everywhere. Not everywhere, yeah, preaching Harikata. I can make every devotee. So Narada, als er diesen Fluch hörte, war er überhaupt nicht unglücklich. Denn er, also der Daksa, der weiß nicht, welche Kraft Sadhu Sangha innewohnt. Prithu Maharaj im Bhagavatam, der spricht einen Vers, und dort beschreibt er, dass die Gemeinschaft mit Vaishnavas ist so machtvoll, dass selbst ein Lava Mata, das heißt ein Elftel von einer Sekunde, Sadhu Sangha, ist so mächtig, dass es Ergebnisse geben kann, die sich mit Swarga und Moksha, das heißt mit Befreiung und mit dem Leben auf dem himmlischen Planeten, überhaupt nicht vergleichen lässt. Nur ein Elftel von einer Sekunde. So, deswegen war Narada sehr glücklich. Er dachte sich, bis jetzt bin ich immer länger an einem Ort geblieben, und dort sind die Leute Devotis geworden. So, wenn ich jetzt an viele verschiedene Orte gehe, dann werden es alles Devotis werden. So, das ist eine schöne Segnung. Und hat sich gefreut. Okay, na finishing katha ye. Okay, hola Sri Narada Rishi ki. Okay, tomorrow can listening. Okay, Hare Krishna. Arti now doing? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Jaya Jaya Gora Chandir Arati Ko Soha Jaya Jaya Gora.
Thank you.
Hare 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 Hare